Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon X. Hey. Yay. Mit mir Glut, ihm Glut. Und Fuchs Uni LP. Wir haben trainiert, wir haben Mike jetzt. Mike ist ja so ein neuer Name. Ja, es hat sich halt weiterentwickelt und. Ja. Glaube ich sogar, dass es schlecht geändert? Das weiß kann, ich nicht. Nee, das ist. Es hat das richtige Geschlecht. Ist egal. Wir haben ja jetzt. Ihr fragt euch so was, wow, Brucie ist nicht dabei, Wasser MVP, aber ich habe mir gedacht, ja, wir machen ein bisschen schwieriger und nehmen der Kryptologie am Match. Genau, weil Brucie hätte es uns viel zu leicht gemacht. Ja, weil die hätte die ganze Zeit alles besarmt, alles eingeschnitten hat und das wollen wir halt nicht. Hat Glasröhren, theoretisch, wo sind die hin? Das hört auf. Du hast es also doch geschafft. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass mich ein kleiner Junge so weit verfolgen würde. Ist nicht so. Und schon ganze 2. 2 Meter. Auf klein, die CD-ROMs und die Festung. Hast ganz allein jede unserer Pläne zunichte gemacht. Nun ja, vielleicht nicht ganz alleine. Meldungen von uns haben ihren Teil dazu beigetragen, uns zu schaden. Bitte mach es sein, das neue Krypto nicht Ende. Ist mit der letzte Akt. Hast dir die Rechte verdient, die Gänze unserer zu. Oh geil, der Bösewicht ist so dumm und erzählt uns alles, was er weiß. Ach ja, der erste Schritt, eine Krypto. Der stand das gegen die Krypto. Das ist so resistent. Also man hat immer so ein bisschen Kryptogene reingespritzt. Und das soll dann so als Anti... Das ist Fantasy, die erklären da gar nichts. Das ist nicht Sci-Fi. Das ist eine Impfung. Du kriegst halt Kryptogene reingespritzt. Und dann wirst du irgendwann Resistenz dagegen. Als nächstes. Als nächstes werde ich einen Armee von Krypto-Puppen schaffen, die eigenständige meinen Befehlen ausführt. Machen wir das jetzt nicht? Ist dieser zweite Schritt getan, wenn ich die Weltherrschaft übernehme? Eigentlich nicht schlecht, die anderen waren so Idioten und haben so Zerstörung. Und hier Ozean, Erde, komplettes Universum. Was haben wir denn noch für Idioten? Ach doch, wir haben in der fünften Stelle haben wir ja wieder Weltherrschaft. Ohne das Zutun unnutzer Menschen. Und nun erstmal die Fenster. In der ersten Stelle hatten wir auch Weltherrschaft. Möchte ich dir meine hingebungsvollen Diener vorstellen, die Kreatur, die meine Armee von Krypto-Pokémon anführen wird. Dreht OXD001. Was? Nur Lugia? Ich hätte Mewtwo lieber genommen. Ehrlich, oder Deoxys. Sind viel stärker. Das Ding ist nur defensiv. Aber defensiv ist aber auch... Also... Guten Name XD01. Das Masterprojekt in seiner Vollendung. Kryptologie. Auch noch einen Moro nehmen können, um ehrlich zu sein. Will ich nur sagen, aber egal. Nee, nee, das ist ja weg. Das hat der Protagonist von Colosseum. Stimmt. Genauso wie die Hunde. Dieses Lugia hat das erste... Ist das erste Kryptopunkt, das nicht erlöst werden kann. Aber dafür sieht es wesentlich cooler aus. Und ist stärker. Ja. Nun lass uns das Gelingen meines Krypto... Und ganz feiern! Schnapp dir dein Opfer, Kryptologia! Oh, wie niedlich! Oh, jo, bist du süß! Hast du jetzt eigentlich vor dem Kopf getraut? Oh mein Gott! Das ist ein Krypto-Pokémon, Raphael! Alter, nein! Alter, nein! Okay. Wer hätte damit denn gerechnet? Wir machen es ganz episch und wir machen den blöden Meister bei. Kann ich einen Vortrag? Wenn ich mal den schlechtesten von dem mal. Ich glaube, den erst ab der nächsten Gym, oder? Ja, schon mal ein Portal mal bei. Ich hab ein Portal mal bei der gekauft. Wir machen es mal ganz episch. Was? Ich dachte, wir machen hier direkt Krypto-Retour, alles töten. Los, Meister! Kräuber, kauf! Gott, ich hoffe, wir kriegen das. Hoffentlich sind unsere Boxen nicht voll. Ich hoffe, es springt nicht raus. Zwei. Glück gehabt, unsere Boxen waren nicht voll.
wäre der Ball daneben gegangen. Na. Klasse, Mann. Julia wurde gefangen. Sieht das echt? Na, erst anscheinend ja. Wenn die Boxen in der ersten voll sind, geht der Meisterball daneben? Nein, jeder Ball. Aber heißt das, der Meisterball verschwindet dann? Ja. Oh, wie assi. Hey, du, wir wurden jetzt genommen. Wie kannst du es wagen? Ein Meisterball! Ich hätte mindestens den Pokéball erwartet. Wie kannst du meinen Kryptologier krallen? Mein einzige wahre loyaler Anhänger. Loyaler Anhänger. Du bist auch Idiot. Du weißt, dass es eine Krallmaschine gibt. Du hättest ihn auch gegen sowas immun machen müssen. Idiot. Nun ist alles verloren, doch ich werde persönlich für die vollständige Niederlage deiner Pokémon sorgen. Ernsthaft, du bist angewiesen auf ein einziges Pokémon. Wenn man dir das wegnimmt, ist alles vorbei. Ein Ruhe, ja. Es ist dein Ende. It's the final. Weil das wird dein Ende. Ja, toll, du hast meine 6 Pokémon besiegt. Und was jetzt? Stell dir mal vor. Mein Gott, ein Pizzerlurk und ein Labrador. Laber doch keinen Scheiß. Das ist Scheiße, das sieht so aus, als wenn es Rosi, wo bist du? Wo bist du nur? Wo bist du? Oh mein Gott, das ist ein Krypto-Pokémon. Oh mein Gott, ich hätte nicht erwartet, dass das Laber das ein Krypto-Pokémon sein kann. Ist stumm, lass mal langsam rufen. Dann noch für Avatars, weil du es dann nicht verfehlen kannst. Ich möchte gerne das Pokémon, das die Elektroattacken anfängt, in mich haben. Aber ging eigentlich. Ja gut, das ist ja auch speziell. Eis! Wow! Wird das erste Pokémon sein, was wir nicht auf Anhieb fangen? Ja, das wäre das zweite. Wann ist das? Zengo. Die Kaltmaschine halt. Gardevoir ist jetzt tot. Das war physisch. Ja. Überlebst du einen Body Slam? Nein, das ist so einfach. Mit Lugia würden wir sehr langsam machen. Warum denn das? Ja gut, weil der Lachs ist. Dann hebst du das. Wow! Wow! Okay! Ja gut, das ist jetzt so suboptimal, aber... Was ist denn mit Relax? Ich hab gesagt, du kannst von Himmel oder so was geben. Aber jetzt sag mir erstmal den Hyperkrallball. Hyperkrallball, go! Man kann nicht Relax übergeben. Aber das Body Slam Coco Angel. Paralysiert beides. Ich war mir überlegen einfach. Body Slam überlebt das Ding wohl von Kartels. Ich würde aber gerne gerade Borsch. Jetzt muss paralysieren kann. Danke so, eigentlich hatte ich das nach vorne getan, um Pokémon zu paralysieren, aber. Para, bald mit Zeit. Braxo? Ich weiß, du wirst...
Da wird ganze Zeit drauf gefokust auf den auf der Stelle. Freut sich etwas. Nein. Ich nein, glaube ich nicht. Das wird ein intenser Kampf. Wie kriegen unsere Pokémon nicht angeschwächt bekommen? Was war jetzt von dem Stärke? Das musst du nachgucken. Das Ding eigentlich auch in den Furi-Modus? Ging das Ding wäre, dass ein geringer Faktor hat, oder ging das Goku, weil es nicht so geringer Faktor hat? Das Goku war jetzt ja noch nicht angeschwächt. Probieren. Aber das klappt doch sicher jetzt auch nicht. Vor allem davon. Alter, hast du Dead Damage gesehen? Ich schlafe gleich ein, wenn das so weiter mit dem Abwäschen geht. Wenn die Wechsel hätte ich ja angefangen jetzt die Gruppe zu paralysieren. Oh mein Gott, das war ein Quit. Alter, Digga, hast du gesehen? Na. Ah, nee, das war doch nur Hälfte Schaden. Das ist cool. Das war angerichtet, nur Hälfte. Hälfte. Ja, gut. Aber damit kannst du es nicht. Ja, gut. Aber das macht mal Krypto-Retour. Das Ding schaust zumindest höher. Würde ist die legendäre, würde ich am liebsten loswerden, weil die mir dafür nicht verteilen. Ja, natürlich, aber... Warte mal, Runde 3, oder? Jetzt Runde 4, sag. So, wie viel müssen wir spielen? 2. Mein Gott! Er hat 4 Krypto-Pokémon verteilt! Was für ein Cheater! Alter, er reduziert uns Angriff. It's damage. It's damage of tools. Aber jetzt. Jetzt kann ich einfach schön hier alles paralysieren. Das ist die Bescheiden. Mach ich ja gleich. Du darfst doch nicht weg. Ab der 30. Moment. Der ist ab der 19. Der zwischen der 10. und der 19. War immer so effektiv. Wirklich? Willst du mich verarschen? Ich hab's ja doch nicht. Nee! Ganze Zeit, nonstop, immer den ersten Slot. Immer. Willst du ihn zu zoomen? Das ist nicht nett. Achso, schwarz und weiß, wo das sogar nach der 10. ist. Direkt voll. Oh, cool. Aber nicht im Schatten. Yep. Ja, also zwischen 10 und 19 ist es zweimal und zwischen 20 und 9 dreimal so. Wir haben ja ein, zwei legendäre Pokémon jetzt. Wie viel brauchen wir jetzt? Auch der 10 ist es wenig.
besser. Es ist besser. Das Wetter ist uns. Irgendwie mögen die Krypto-Pokémon. Die Pokémon verstehen sich so unter sich. Da wollen die nicht. Warum kann ich da steht kann ich. Der Kampf. Jetzt nicht die wilden Krypto-Pokémon, nicht das sonst. Oh, das war sogar einigermaßen stark. Ja, das hat Initiative und Angriff und mehr braucht das eigentlich nicht. Wir könnten eine Lachsfrisch hochbekommen. Das ja, aber sie müssen nicht, weil sie wollen nicht weg haben. Ich weiß gar nicht. Und hier, Leute, den schwierigsten Kampf, den man haben kann. Komplett ohne Krypto würde ich sogar behaupten, dass... Okay. Wesentlich. Also wenn du die Pokémon fangen. Ja, wenn du die einfach nur kaputt hauen willst, Jolos, einfach drauf. Bis auf Krieg daraus hat er glaube ich noch zwei Defensive. Steinschwäche. Kampf. Also mit dem. Das ist einmal eine Kampfschwäche. Normalpunkt ist deine Schwäche. Du hast ja nicht. Hast du Feuer? Hast du Eis? Hast du was weiß ich? Nein, nimm einfach einen Körperbohren. Steinhagel drauf! Durchbruch! Ja gut, aber du musst die Dinger erstmal langsamer bekommen als ich. Das ist Körperbohren mit Marshall. Ich glaube, der Mühle ist mal. Anders. Sogar ganz gewillt zu verwirren. Das Kryptowetter ist sehr lustig. Juckt einfach keinen. Mal gucken, ob du hast Lavanus gefangen? Wie viele Bälle hast du geworfen? Das ist der Runde. Jetzt beim Superball. Als ich die Timerbälle kaufen möchte. Oh. Nee. Das ist ein Hyperballstärke. Hyperball war nur 1,5. Ich hab da was gefangen. Ey, du darfst auswechseln. Bring uns diesmal bitte nicht so um. Und wir sind bei den letzten beiden Pokémon. Oh mein Gott, das ist auch so. Das sind die letzten beiden, die haben alle vier gefangen. Rizoros, Pokémon 3. Zauber. Stimmt. Lavados. Ja, nein, das sind die drei und dann die drei legendären Vögel. Stimmt. Wow. Hat sich echt gelohnt, diese Hyperball zu fangen. Oh, gefangen. Los, Timerball, voll den Hyperball. Könntest du mit jetzt sogar noch diesen eigenen Kampf machen? Obwohl kommt zeitlich. Da, dann muss ich den Kampf, der hier nach kommt, noch in meinen Kampf. Tut mir so leid, ich weiß, ihr mögt es nicht, wenn unsere Pokémon in meinen Fans kommt. Nein, wir müssen das Ding gleich bearbeiten. Warum? Du hast gesagt, noch mal weiter runter, ich so nicht so machen. Ja, muss ich gleich. In der Aufnahme wird schon lang. Kann ich rein. Also daran soll es nicht liegen. Wow, das kannst du jetzt gerade wirklich. Kann's. Hä? Warum soll ich nicht können? Das ist scheiße. Lebt mit dem nicht vorhandenen. Ihr seht ja was. Und ein bisschen von der Seite, man sieht das Level von dem Bogen. Ah. Ich mach jetzt einen Cut. Das stört mich dann. Wir sehen uns gleich wieder. Bei den letzten zwei Pokémon. Da sind wir auch direkt wieder. Besseren Bild. Du musst jetzt nur
Pokémon paralysieren. Du kannst sogar Zapdos paralysieren. Ja, aber noch sind, wo das und dann darfst du wieder rausgehen. Weil dann ist dein Job getan und weiter wird geteilt. Ja. Ach, Fußfahrer. Doppelblade. Alles. Ach, wenn das doch jetzt Elektran kann. Wenn das so übernehmen wirklich. Das ist ja der erste Elektroattack in die Lugia. Wo Lugia sogar uneffektiv. Wir heilen einmal Lugia hoch. Auch wenn das schon fast ein Geld verschwendet. Wie ist es auch? Und dein Job ist getan. Ja, dann können wir jetzt wieder auf den Weg kommen. 18. Ja. Aktus. Tut mir leid. Nee, nicht. Darauf zu lästern, das ist unser Gegner, nicht ich! Ja. Gute Arbeit. Hast das ganze zwei Pokémon paralysiert, um das mehrmals zu schauen. Also tschüss. Du hast mehr als 3000 Pokémon gelassen. Und ey, es ist halt 4020. Aber man muss sagen, ist echt gut gegen deinen Vater. Ja. Deinen Erschaffer. Oh nein, eine Eisattacke. Nein. Doch. Die Mütter haben Speckschicht. Na. Ich glaube, wir haben Speckschicht. Ich glaube, eine andere Mütter. Ich glaube, verlacht. Ja, stimmt. Könnte ich aber auch machen. Ich glaube, die haben wir sogar. Da hast du dich drüber geärgert. Ja. Nein, du konntest doch nicht mal 10 was haben. Das ist da. Warum? Dennis ist einfach tot auf der Bank. Das ist so wie in real life. Was mit Zap? Guck mal, der ist gelb. Genau. Jetzt. Oder? Mach's ja nicht mit Eier. Oh, ha, halt Zapdos. Gut, dass ihr uns zeigen wollt, dass ich teilweise eine völlige Verschwendung war. Ja. Wir haben erwartet, dass wir so gute 30 Runden brauchen, alle unsere Überwille verschwenden und dann mit den Timerwellen drauf losgehen. Und nicht so, oh ja, nur der Bereich, da kann man nicht die Fun. Oh nein, Freeze. Alter, jetzt sollte ich einfach aus dem Aktus kämpfen. Komm, yes. Arctos bleibt jetzt auch noch drin, machen wir nur fertig. Guck mal, er ist genauso blau wie du. Ich kann nicht. Super, Alter, ey. Ist doch nicht farblend, tut mir leid. Das ist mir zu viel stärker, Alter. War es auch schon eben. Trotzdem. Ja, aber es ist stärker, kein Schaden. Oh mein ja. Gott, jetzt Kryptowette ein, wo ich zwei Krypto-Pokémon vorne habe. Wir können das noch eine Weile. Ja, ja, Zapdos. Arctos. 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 Ja, aber das ist die Epizze da. Nö, jetzt ist... Ja, wir haben aber das... Okay, wir darfst du versprechen. Du hast jetzt Verbot. Eisstrahl in dunkler. Ja. Das ist zwar auf alles effektiv, aber nur auf... Irgendwann mal die Animation von
Wir haben ja auch zwei Level einfach mehr. Das ist ein Krypto-Bruch, Mann. Nee, das ist vor, also so. Krypto! Hyper-Krypto-Ball, nee, Krypto-Ball. Hyper-Krall-Ball, Raphael. Das ist denn so schwer? Ja. Das flucht auch schon Trillax. Arschloch, Wichser. Nein, nur Arschloch. Direkt so. Lal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 
Jetzt müssen die Überreste kommen. Da, okay. Dann kommen erst die Überreste und dann der Kommodo. Guck mal, der Lachse ist schon so gelangweilt, dass er einfach irgendwie Pech hat. Wenn ich erholen muss, ist es eingesetzt. Jo, super geil, weil... Und eins. Hey, Brabsack. Sei ein Brabsack. Scheiß Arktos. Scheiß Arktos. Relax. Geil, ich kann aufstehen. Strahl. Ja. Das ist auch die Animation. Ich hab so viel fehlt unser Lieber. Oder der Lieberschuh. Ach, Strahl, sie fällt auf. Kurz aufstehen. Und wir schlafen nicht. Oder Lieberschuss. Bella, das war weiß ich. Was? Einfach eben, da steht Fluch, nicht Fluchen! Katze Konto! Das macht dich echt aggressiv, wenn ich noch ein paar mehr nenne. Wenn du so ein bisschen kurz am Überlegen, Dennis wieder zu beleben. Hättest du mal Pokebälle geworfen, hätten wir die auch wegbekommen. Ja, vielleicht bin ich beim letzten Mal. Jetzt taugt's. Es ist egal. Wir können Party in die Länge ziehen. Erstmal die Pokebälle weg. Ja. Ja, wir können auch noch normale, wir können den Pokédex hier vorstellen. Wir können auch noch die Wilden fangen. Ja. Und dann vervollständigen wir den Pokédex, indem wir alle Pokémon entwickeln. Kannst mich mal. Ja, die Levels ist so unten. Ha? Ja, wir ziehen doch sowieso nicht. Ja, kann das ist doch egal. Er kniet vor uns. Also wischst du gerade den Boden? No, oh, das ist ein Fleck. Aber ein Kind, ein kleiner Junge, zerstört einen Traum. Ich bin einfach krass. Kannst du nicht sagen. Was? Nein. Ich bin blau. Ich bin voll blau. Das ist deine Schuld. Ich werde dir das niemals vergeben. Niemals! Arm kleinen Faller gekillt. Großmeister. Ihr fertig. Sollten ihn so obskura zerstören. Oder das Kind mit dir. Mit dir! Nicht mit ihr! Sondern mit dir! Wir werden nicht mit dir. Aber geben wir alle Krypto-Pokémon-Daten und meine Untergebenen auf? Großmeister. All das kann ersetzt werden. Und selbst retten. Oh. Aber alles für unsere vorbereitet. Der Helikopter ist startklar. Lassen Sie uns gehen. Ist recht. Warte. Ich bin rot. Bitte warte nur. Du hast bereits alles zu opfern, wie dir folgen, nur um dein eigene Haut zu retten. Du solltest dich schämen. Schämen? Wofür? Ein unsinniger Ehrenkodex wird noch den Doktorsuntergang sein.
dem Krypto muss überleben. Das ist unsere erste Direktive. Der Großmeister sieht das auch so. Genau, zur Rettung des Gottes muss ein Opfer gebracht. Was redest du denn da? Die Krypto-Pokémon-Fabrik ist zerstört, XDD-01-7. Wurde nicht besiegt, wurde gefangen. Bist du bescheuert? Den Krypto ist nicht mehr. Sei still. Den Krypto wird es immer geben. Oh. Ja, Nachfolger confirmed. Ja. Wenn nur nicht dieses Kind. Hey, davor hatte auch hier ein anderes Kind das Musik. Nee, war schon älter, aber mindestens ein Teenager, der hat einen Motorradvorschein gehabt. Großmeister, bitte gib die Order, den Obscura zu sprengen. Ja, wir haben keine Wahl. Wir müssen uns nicht übel jammern. Wie denn auch, wenn er tot ist? Stopp! Lass uns das unbeenden, Vater. Ich bitte dich. Nenn ihn nicht Vater. Er ist der Großmeister. Du wiegst doch. Vater, du hast vergessen, was wirklich wichtig ist. Die ganze Großmeistergeschichte, die Blicke. Man kann die Welt nicht beherrschen, nachdem man richtige Pokémon stellt. Dieser Junge ist der Beweis. Das reine Herz dieses Kindes hat sogar XDD01 mit dem Meisterball gefangen. Wollte schon sagen, weil bezwungen ist ja falsch. Wir vollkommen falsch. Halt doch einfach. Und Ausrufezeichen sind keine Rudeltiere. Zeig endlich mal ein wenig Rückgrat. Wir sind doch schon so weit gekommen. Oder das ist... Halt doch einfach deinen Mund! Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Nein. Das sind zwei Ausrufezeichen. Ja, aber das eine Ausrufezeichen musst du sagen, weil das andere sich ja aufs Satzende wieder bezieht. Mach weiter. Team Krypto ist erledigt. Du solltest das besser wissen als jeder andere. Nein, Nachfolger. Nachfolger. Oh, Nachfolger wollen wir haben. Oh. Bitte, steh auf. Muss so kommen. Gesetze des Landes sollen bei uns ertappen. Oh, was habe ich getan? Wie konnte ich mich irren? Diese Augen sind... Dank deiner Courage konnten wir endlich aus dieser Altrum. Ich danke dir. Du wirst nie wieder etwas von uns fürchten. Nein! Keine Nachfolge. Geh nun zurück zu deiner Familie. Nee, wir haben noch was anderes vor. Wir werden uns sicher wiedersehen. Ja, auf eine Fortsetzung, wo zu wiedersehen! Und das nächste Mal kämpfen wir nicht als Feinde wie andere. Oh. Ich freue mich schon drauf. Och, was so ein feindlicher Kampf um Leben und Tod ist viel interessanter. Let's go, bro. Und seine Strafe ist es, auf dieser Insel ewig zu verweilen und dort gegen uns kämpfen zu müssen. Ich glaube, die sind schon weg. Los, Kyogre, fahr uns weg. Yay, yeah, wir sind gerettet. Unser Hero. Wir haben zwar keine Ahnung, was er gemacht hat, aber er ist zurück. Wir hüpfen und klatschen! Yay! Klatschen! Wir haben keine Ahnung, was passiert ist. Obwohl die doch schon. Klatschen. Ja. Udi, voll geil, ich höre Schüttelhand. Ich gucke leer in die Leere. Was wollen mein Toastbrot gerade machen? Was mache ich denn heute Abend so schön? Was soll ich kochen? Ins Leere. Da ist so ein Baum, den wir alle anstarren. Also, halt. Aktueller Spielstand wird gespannt. Das ist okay. Sei dir gestattet. Ja. Wie ständig wird memorisiert? Memorisiert. Memorisiert. Hinten erinnert man sich wieder. Manabu, Yumana. Hat gut Spiel gemacht. Yoshiaka, Iwasana. Hiromoto, Sin, Ichi, Raphael. Litchi, Katsunori, Oreo. Oh mein Gott. Tsukasaka, Tabaka, oh, der Tabata. Hat einen guten Job gemacht. Gut. Ah, was bist du denn? Ja, dich hab ich benutzt. Noch nie zuvor gesehen. Ach, dich habe ich in... ich brauche dich zum Tauschen, das weiß ich. Ach, das war unser erstes Pokémon, das wir gefangen haben.
habe keine Ahnung, warum so Blaylight. Und sicher in Krypto aus. Nein, erst in die Box. Ist der voll leer. Klingelt. Bewert dich denn schon? Das Pflanzenpuppe, aber es jetzt keine Pflanzen mehr. Pflanzenattacke. Oh, wär's auch gut. Aber wir sollten lieber das Elektropuppe mitnehmen, was er nur für sich bringt. Ja. Well done. Dich haben wir auch gefangen. Yay. Hund. Eng. Ihr Wasser. Wasserfisch. Hey, hey. Am Ende. Ohne Mega-Entwicklung. Nee. Aber ich... Hund. Los, dann. Denk nur, was ich mit Frankreich wollte. Der Hund. Ja. Mascha. Genau. Lauras. Arctos. Ich dachte jetzt echt, jetzt gucken. Einfach jetzt zum Brechen. Oh mein Gott, das ist das eigentlich wahre Leben. Die Chiterio. Und komisches Pokémon. Janina! Was kannst du erwarten? Ja, scheiß Vieh. Oh. Da brauchst du auch so viele diese Kampf gemacht. Ja. Oh, okay. Ja, du liegst auf deinen Auftritt. So ein Kiefer, ich hätte so gerne den Vieh entwickelt. Dann wärst du mit dem Team. Wunderbar. Oh. Wenn, wenn du auch noch Step Attack hast. Oh mein Gott! Ein The Queen! Ich wollte eigentlich ein Tanzpokémon sagen. Papaloris? Ja. Ist mir nur Capoeira eingefallen, ja. Das hätte nicht gepasst, aber wäre auch geil gewesen. Oh mein Gott, ein Dragoran! Ja, das haben wir noch nie zuvor gesehen. Ein glatzköpfiges. Ein Wunder. Oh, XD00001. Was bist du denn? Boah, Agent 007, James Bond. Geht! Nervensäge! Komische Frau, die an nur ans Kochen denkt. Alter Mann! Und Zigarrenmaschine. Oh mein Gott, ein Pokémon aus nicht dieser Generation! Was für ein Baum! Oh mein Gott, ein anderes Pokémon aus nicht aus dieser Generation! Habe ich noch nie zuvor gesehen! SD, der dunkle Sturm. Ach, weil wir die ganze Zeit hier diesen Untersturm eingesetzt haben, oder? Jetzt verstehe ich. Und Story gut. Ja, dann geht's im nächsten Part mit meinem Scheiß weiter. Gucken wir mal vor deinem Scheiß machen. Nee, stimmt. Erst muss ich den anderen Scheiß machen. Aber danach geht's weiter. Oh, du weißt nicht, schon bei 18 Minuten. Kolosseum Aureus. Es soll so aussehen, als ob die Legendären länger gebraucht hätten. Lieber Kriya, ey. Ich hab in USA schon seit Monaten oder Jahren. Also. Beziehungsweise du hast schon 18. Jetzt wieder bei 18. Ja, ich hier mit ärztlichen Zuhörer. Ich besuche dich bald, ey, um dich per... Ja, okay, dann würde ich sagen... Nein, wir müssen jetzt hier zu uns Ziel Nummer 1, unser Team entdeckt. Du weißt, dass da vorne noch was kommt. YOLO! Mist, der hat uns angesprochen. Bin das so fast... Ich das nicht mehr an mich erinnern, oder? Was solltest du in deinem Part machen? Ich habe dir eine Mail geschickt, du hast dir schon gelesen? Nein. Ach, das ist aber merkwürdig, vielleicht ist... Oder hat sich ein Fehler unterlassen, als ich die Mail geschickt habe. Na, das ist mir nicht so wichtig. Ein glorreicher Kampf hat mich sehr inspiriert gekriegt. Weißt du, deshalb möchte ich gegen dich kämpfen. Und es gibt unzählige Treffer, die eine Ehre wäre, in Kreativität zu kämpfen. Das ist nie was, ne? Herzfall. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, einen Kampfwettbewerb im Museum zu haben. Doch bevor wir reden, sollten wir kämpfen, du und ich. Was? Oh Gott. Oh Gott. Ich würde sagen, das war's dann. Du warst dran. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Tschüss.